Ein Moment für die Ewigkeit, ein Tor für die Geschichtsbücher. Nach 113 Minuten erzielt der eingewechselte Mario Götze den Siegtreffer im WM-Endspiel, bringt Deutschland somit den vierten Stern auf dem Trikot und die Nation in den siebten Fußballhimmel. Ich glaube, wir können Vater werden, heiraten, Weihnachten, Geburtstag an den Tag. Es wäre ein Scheiß dagegen heute. Springt man erstmal hoch und freut sich nur und ja, lässt alle draus, auf was man 118 Minuten gewartet hat. Da denkt man nicht, da springt man und schreit. Also. Der gleiche Moment an einem anderen Ort. Auch in der BMW-Zentrale am Kudamm löst der Treffer des Bayern-Spielers Begeisterungsstürme aus. Rund 500 Fans verfolgten in der Niederlassung des Autoherstellers. Das Finale brauchten 120 Minuten, aber gute Nerven. Sensationell. Nach dieser Nervenschlacht, sensationell. Toll. Ich hätte eigentlich gedacht 4-3, aber 1-0 ist auch gut. Das ist super geil, das ist einfach fantastisch, da gibt's gar nichts. Wir sind Weltmeister. Ja! Dass Leidenschaft während eines Turniers auch immer wieder Leiden heißt, ließ sich im WM-Wohnzimmer im Stadion an der Alten Fürsterei während der Partie und vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder beobachten. Ein Abseitstreffer der Argentinier und gute Chancen des zweifachen Weltmeisters hinterließen ihre Spuren. Also da, sagen wir so, hatte ich kurz zeitlich einen Herzstillstand, weil ich dachte, nein, das kann nicht sein, bitte nicht, nein. Aber dann war ich so froh und als es Abseits auch da vorne gab, ich dachte so, nein, bitte nicht. Und es war so eine Erlösung, wenn es dann nicht das Tor war. Es war Wahnsinn. Dem Finalwahnsinn wohnten auch die beiden Füchse-Spieler Pavel Horak und Willi Weihrauch bei. Zur Halbzeit gab es Tipps der Handballer für die zunächst verunsicherten deutschen Elite-Kicker. Ich denke, man analysiert erstmal, was man in der Halbzeit falsch gemacht hat und was man auf jeden Fall erstmal besser machen kann in der nächsten Halbzeit. Dann überlegt man sich einfach neue Sachen, man vergleicht einfach, was man aufgenommen hat, was für Schwächen der Gegner vielleicht auch irgendwo aufgezeigt hat, die einem vielleicht im Video oder so noch nicht so aufgefallen sind. Und dann kann man bestimmt nochmal gucken, in welche Richtung man jetzt irgendwie agieren muss in der zweiten Halbzeit und dann läuft das meistens auch, also wie gesagt. Doch auch im zweiten Durchgang war Zittern angesagt. Zwar stabilisierte sich das deutsche Team, doch gegen die Spättorschützen aus Argentinien hieß es letztlich auch nach 90 Minuten 0-0. Also ich hatte gestippt 1-0, ja. Ich wusste, es wird ein schweres Spiel, aber ich habe einfach mal an Deutschland geglaubt und gesagt, Deutschland gewinnt. Glaube, der belohnt worden ist. Und so sicherte sich die deutsche Fußballnationalmannschaft zum vierten Mal den WM-Pokal. Momente, die überdauern sollen. Und angesichts der vielen jungen Spieler im DFB-Team könnte nun eine neue Ära mit weiteren Titelgewinnen eingeläutet werden. Ich denke schon, wenn man überlegt, wer alles zu Hause geblieben ist. Ja, ein verletzter Marco Reus, Gündogan. Ich glaube, da können wir noch ein paar Spiele aufzählen. Also, sag mal, die Sachen, die Fehler, die wir Anfang 2000 gemacht haben, wo sich alle zusammengesetzt haben, wie können wir jetzt in Jugendarbeit, wie können wir da Neues schaffen, wie können wir da eine neue Ära schaffen. Die Früchte tragen wir jetzt gerade zur Zeit und also da können wir uns wirklich auf noch ein paar Jahre freuen, wo wir wirklich eben als junge Spieler immer wieder die nachkommen, Talente, die nachkommen und wir schauen mal, wie die nächste in 2 Jahren EM läuft. Aber wie gesagt, es ist immer wieder ein neuer Schritt, man muss sich neu qualifizieren. Also ein Turnier hat auch eigene Gesetze, aber ich denke schon, dass sich da eine neue Ära bilden kann, klar. Und so hofft man, dass auf die magische WM-Nacht, die natürlich auch auf dem Kudamm euphorisch gefeiert worden ist, vielleicht bereits in 2 Jahren bei der EM in Frankreich ein weiterer Titel folgen kann.